Gegen kurz vor acht hat ein Mitarbeiter des Gerichts ein Päckchen geöffnet. Schnell war ihm klar, dass es kein gewöhnliches Päckchen war. Er hat nämlich gesehen, dass dort ein ähnlicher Gegenstand wie eine Batterie und eine Verkabelung verbaut war. Der Mann hat sofort richtig reagiert, hat das Paket gesichert, hat die Polizei und Rettungskräfte alarmiert und so gingen die Maßnahmen hier los. Das Gericht hat das Gebäude evakuieren lassen. Das ist reibungslos gelaufen. Wir haben dann eine Absperrung eingezogen, damit Fußgängerverkehr und Radfahrer nicht zu nah an das Objekt rankommen. Wir haben gleichzeitig auch alarmiert unsere Sprengmeister zum Entschärfen des Gegenstandes. Die Spezialisten haben den Gegenstand begutachtet, haben auch Fotos mit einem Röntgengerät von diesem Gegenstand gemacht. Letztendlich das Ergebnis, der Gegenstand war nicht zündfähig.